Tag zusammen und willkommen zurück zu Minecraft. So, jetzt wollte ich mich mal hier darum kümmern, was jetzt hier genau das Problem ist. Muss ich aber von innen mal gucken, was da los ist. Warum das so komisch ist. Ich meine, es wird zwar dann wahrscheinlich von oben eh zugemacht, aber ich will schon wissen, was da abgeht, ne? Aber hier sieht alles normal aus. Hä, das. Moment. Hä? Hä? Ach so. Da sind quasi Half-Slabs. Warte mal. Warte mal. Hier wäre das, ne? Ah, okay, jetzt weiß ich warum. Weil ich das so gemacht hätte. Ich weiß zwar nicht, wieso ich das so gemacht habe, aber ich habe es gemacht und jetzt ist es korrigiert. Ha! So, jetzt wollte ich mal gucken. Gucken. Ich habe noch Clayblöcke. Allerdings nicht viele. Ich glaube, das war, man musste die brennen, ne? Und dann mit Knochenmehl. Ach ja, meine Öfen sind da unten. Mit Knochenmehl färben, ne? Kann das sein? So war das doch. Machen wir hier mal die Hälfte rein. Und da nochmal die Hälfte. Zack! Und dann schauen wir uns das mal an. Hier war ja nichts mehr drin, ne? Da hatten wir ja. Oh, sorry. Da hatten wir ja nichts mehr. Okay, dann werden wir das mal hier rein sortieren. Das. Das kommt hier hin. So. Und das kommt dann natürlich hier hin. Boah, herrlich. Was ist das hier alles? Sand und Sandstein? Dafür habe ich nichts. Kommt also hier rein. Mann, was ist denn los? Ja, komm, Wolle mache ich auch da rein. Drop-Items kommen hier rein. Wartet mal kurz. So, mal ein bisschen abhusten hier. Warum habe ich die Sticks hier halbiert? Das Leder kann mal hier rein. Die Bücher können hier rein. Fleisch muss ich noch braten. Beziehungsweise backen. Es wird ja hier gebacken bei Minecraft. Zack. Zack. Alle Öfen ein bisschen besetzen. Ah, da habe ich noch was. Oh, da habe ich noch was. Das hier und das. Warum habe ich die Seeds da unten? Keine Ahnung. Warum ist da eine Feder drin? Was soll das? Die kommt hier rein. Und dieses Spinnenauge kommt natürlich auch hier rein. Muss mir gerade an der Nase kratzen. Feuerzeug kann ich dabei behalten. Dirt kommt oben rein. Oh, das gefällt mir richtig gut bisher. Gefällt mir richtig gut. Dirt, Dirt, Dirt. Hier unten hin sortiert. Ja, solange ich diese Sortiermod nicht habe, muss ich das halt leider so machen. Das hier werde ich auch noch unten einsortieren irgendwie. Da ist noch voll viel Sand, ey. Ich habe richtig viel Sand, ey. Es wird langsam, es wird. So, ich hoffe mal, das war jetzt richtig mit dem Clay. So, dann brauche ich Knochen. Knochen. Oh, Alter, richtig viele Knochen. Knochis. Das war zum Testen. Zack und zack. Nein! Wie ging das? Achso, nee, warte mal, das waren ja mit Achter, ne? Ich glaube, das war mit Achter Stacks. Also hier immer 8 rundherum und dann in der Mitte einbauen Mehl. So war das doch, oder? So. Yes! Oh, zum Glück. Okay. Und dann müssten wir entweder neuen Clay farmen oder ich muss in die Savanne gehen und mir von diesem Clayberg weißes Clay holen. Ich glaube, das andere Clay kann man nicht umfärben, ne? Ah, oh, jetzt habe ich nur 6. Oh, ätzend. Gucken, ob ich noch harten Clay hab. Hab. Light Gray. Mann, was ist denn mit meiner Stimme los? Kann ich das jetzt hier so quasi und dann so? Oh, nee. Kann man vielleicht nochmal im Ofen reinschmeißen, dass es wieder normal wird? Das ist doch voll dumm, Mann. Minecraft, mach doch mal sowas. Dass man das, was schon gefärbt ist, auch wieder zurückfärben kann. Das geht aber wahrscheinlich nicht. Okay, jetzt haben wir nur noch 33. Da müssen wir mal gucken, was wir damit machen. Auf jeden Fall wird die Ecke hier umgemodelt. Jetzt kann man keine einzelnen harten Clayblöcke umwandeln, weil man 8 Stück braucht.
finde ich ein bisschen blöd jetzt. Ich gehe mal gleich zu dem Berg hin und guck mal, was da so ist. Da weißes Clay oder harden Clay ist. So, ich will mindestens hier erstmal um die Ecke kommen. Zack, zack. Ich glaube, ich brauche eine neue Schaufel, ne? Oh, herrlich, doch. Herrlich. Das sieht doch herrlich aus. Und umso länger man drauf guckt, desto eher denkt man, dass es weiß ist. Aber irgendwie kommt mir das immer noch so vor, als wenn da so ein kleiner rosa Touch drin ist. Achso, mir ist in der Aufnahme aufgefallen, dass hier mal eine Fackel hin muss. Eine Fackel. Eine Fackel. Machen wir das hier noch zu, alles. Mit diesen schönen rosa Lehmblöcken. Huch! Das wollte ich nicht. So. Nice. Oh, da habe ich was vergessen. So geht das ja nicht, ne? Hab ich das auf der anderen Seite auch vergessen? Ne. So ein Fehler passiert mir nur einmal. Achso, ich muss ja hier wieder zumachen, alles. Jetzt habe ich die Dinger weggetan. Hab ich ja ganz vergessen. Dann muss ja noch auf der anderen Seite wieder alles rein. Gestoppt werden. Ne, hier. Jetzt weiß ich nicht, brauchte ich da ganze Blöcke oder Slabs? Muss ich mal nachgucken, ne? Gucken wir mal nach. Da brauchte ich auch ganze. Und da dann wieder ein ganzer, ne? Ne, warte mal, das waren ja zwei mal Half Slabs. Okay, alles klar. So, ups, ups. So. Herrlich, du, herrlich. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Gut, da müssen wir jetzt mal neue Clayblöcke finden. Erstmal gehe ich in die Haier. Draußen ist es viel zu gefährlich, wenn es dunkel ist. Ah, jetzt habe ich das Holz noch dabei. Ah, egal. Ich gehe jetzt nicht extra nochmal runter. So, Achtung, ist hier irgendwas? Creeper oder so? Nee. Wo waren das jetzt mit den... Oh, hallo. Mit Rüstung brennen natürlich nicht. Natürlich brennen die nicht, ist ja klar. So, ihr kleinen Skelett. Ey, nicht so, mein Freund, ne? So haben wir nicht gewettet. Da hinten war das. Ich sehe sie, glaube ich, schon. Essen habe ich da. Okay, dann werden wir mal auf die Suche nach Clay gehen, ne, Schaf? Ist das da schon harten Clay? Hallo, wer bist du denn? Bist du gefangen? Traust du dich nicht raus hier? Die Sonne scheint, ne? Dann muss ich dir mal ein bisschen helfen. Also das Helle da ist auf jeden Fall Sand. Dieser braune Sand. Ist das braune da harten Clay? Das wäre richtig geil. Bitte lass es harten Clay sein. Ja. Sehr schön. Den brauchen wir. Ja, ist besser, als wenn ich irgendwo unter Wasser die ganze Zeit jetzt Clay suche und das dann brenne und dann und so weiter. Gibt zwar Erfahrungspunkte, aber dauert alles 8 Jahre. Oder 8,5. 8,5 Jahre, glaube ich eher. So, dann bauen wir das nämlich schön ab hier und dann haben wir wieder Weißes Clay und dann können wir unseren Keller perfekt ausbauen. So. Was ist denn das hier? Gar nichts, okay. Was müsste doch auch schon weißen Clay geben. Da hinten ist doch weißer Clay. Da gehen wir mal hin. Da gehen wir mal hin. Das sieht irgendwie schön aus mit dem Sand, ne? Irgendwie ist das hübsch. Ist das hier jetzt von Redcraft oder ist das jetzt nicht von Redcraft? Sieht irgendwie nicht so aus, ne? Hä? Muss irgendwo eine Höhle sein, ich höre einen Zombie. Aha! Hallöchen! Ihr alten grünen Gesichter. Hey! Oh, nee, nee, nee. Ganz lieb bleiben, Leute, ganz friedlich. Ach, guck mal hier. Hörst du auf? Ah, guck mal. Das ist ja schön. Hallo?
Oh. Die geben nicht mal Erfahrung. Das ist ja schon ein bisschen traurig, oder? Das ist ja schon ein bisschen traurig, das Eisen. Nee, doch ist Eisen. Oh, sieht so komisch aus. Es gibt noch ein anderes Texture Pack von Redcraft. Habe ich noch gar nicht ausprobiert. Könnte ich mir mal runterladen. Irgendwann, wenn mir das hier zu langweilig wird. So, waren wir auch mal kurz in der Höhle drin. Kann keiner sagen, dass ich nicht in die Höhlen gehe mehr. Wir haben gegen Monster gekämpft. Haben wir das auch erledigt. Alles abgearbeitet hier heute. Aber jetzt auf zum weißen Clay. Ist die ganze Ebene da von diesem Berg weiß? Und was kann ich mit den anderen Farben alles anstellen? Siehst du, ich könnte ja meinen. Ah, ich könnte ja meinen Keller hätte ich in diesen Farben machen können, ne? Aber daraus kann man, glaube ich, keine Half-Steps machen. Das ist blöd. Da kann man immer so schlecht dekorieren mit. Doch, ich glaube, das ist alles weiß. Aber nur eine Schicht, ey. Das ist alles white, ne? Guck mal, warum sieht das im Inventar auf einmal so rosa aus? Hier so draußen sieht das voll weiß aus. Aber wenn man. Ah gut, das liegt an dem Fackellicht, denke ich mal, ne? Das könnte an dem Fackellicht liegen. Nehme ich noch die ganze Zeit dieses Graue mit, aber ist egal. Das kann ich ja immer noch wegschmeißen oder irgendwas damit machen. Aber ich weiß noch nicht, was. Ist das überhaupt grau? Ja, hellgrau. Und das ist alles Harden Clay hier. Wie viel habe ich jetzt? 5. Ja, das ist alles Harden Clay. Also theoretisch kann ich beides mitnehmen, das Weiße und das Harden. Das Gelbe sieht aber auch schnieke aus, ne? Das Gelbe hat so was Goldenfarbiges an sich. Zack, zack. Schön alles mitnehmen hier. So ja nicht, ne? Wir brauchen das ja. Hardend und weiß. Erstmal. Vorerst. Weiß auch nicht genau, ob ich noch was andere damit mache. Ey, Katze! Wartet mal. So, weiter geht's. Oh, das Gelbe sieht aber wirklich schön aus, wenn die Sonne darauf scheint. Weiß man allerdings nicht, wie es dann wieder im Keller aussieht, ne? Wo keine Sonne hinkommt. Da, wo die Sonne niemals hinkommt. So, ich weiß nicht, bin mir nicht so sicher, aber ich glaube, es reicht schon, was ich hier habe. Ich will jetzt auch nicht zu viel verschandeln hier. Das Einzige, was ich noch machen kann, ist das hier mitnehmen. Für die Bücher, für die Bücher. Das ist was reingefallen. So, wo ist mein Haus? Da. Und rennen. Wir rennen ein bisschen. Wir tun was für die Gesundheit und rennen. Und springen. Hier ist Lava. Ist schon mal gut zu wissen. Oh, das kostet jetzt wieder Essen, wa? Ich jetzt hier rumrenne. Ah, hier vorne war auch schon Harden Clay gleich. Interessant. Jetzt gibt es ja auch diese weißen Blümchen. Ich glaube, damit kann man weiße Farbe einfach machen. Braucht man nicht unbedingt Knochen. Gucken wir uns das mal an. Komm mal her. Ja. Nee, Light Gray macht man damit. Da komme ich manchmal weg. Ich brauche die nicht. Oh, ich habe einen Goldhelm. Haha. Ich habe einen Goldhelm. Oh, da geht die Musik von Minecraft auch gleich los. Ich fange an zu singen und die Minecraft-Musik geht los. Das ist ein Zeichen. Damit meinen die, dass ich aufhöre. Was sind das hier? Leute, ich habe am Anfang keine Höhlen gefunden und hier finde ich jetzt andauernd welche auf einmal. Sind die erst im Nachhinein entstanden? Ist hier ein Meteorit eingeschlagen? Da ist ein Enderman. Den Enderman gucke ich mir nicht an. Er ist hässlich und gemein. Gib mir die Kohle. Hapsa. Hopp. Aua. Das hat ein bisschen weh getan. Ich muss noch was essen.
Ich guck den Enderman nicht an. Ich töte ihn einfach so. Und ich hab mal geguckt. Hau ab, du scheiß Zombie. Ich hab grad einen Enderman getötet. Keine Fackeln mehr. Aber Kohle. Es ist immer noch nicht so, was alles jetzt Neues zu craften gibt. Jetzt ist ja mittlerweile auch schon die 1.7.9 raus. Allerdings ist mein Mod-Loader noch nicht aktualisiert worden. Wo kommt ihr denn alle her? Ist ein Spawner? Aua. Aber man weiß ja, mittlerweile werden die Zombies ja richtig krass angezogen. Ach, das leuchtet hier, weil ich einen Goldhelm aufhab, ne? Das ist von der Mod. Von der Mod Dynamic Lights. Da leuchtet ein Goldhelm. Ich glaube aber, das werde ich ausschalten, weil das ist ja nicht Sinn der Sache, ne, dass ein Goldhelm so krass leuchtet im Dunkeln. Da sollte schon Licht drauf fallen, damit er leuchtet. So, ich werde jetzt aber gleich wieder an die Oberfläche gehen. Die Folge ist schon zu Ende, lol. Ah gut, da gehe ich mal raus hier. Ah, Zombie, ey. Hör doch auf. Hör doch auf, Mann. Wo geht's denn hier überall lang? Ich muss aber wieder nach oben. Hier ging es nach oben. Oh, das ist ein Cobblestone. Nehme ich mit. Cobblestone, man weiß nie, ob man es brauchen kann. Man weiß es erst, wenn es schon zu spät ist. Kohle können wir auch immer gebrauchen, auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe auch noch ein paar Kohleblöcke. Oder habe ich die alle jetzt zu Kohle gemacht? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber ich brauche auf jeden Fall auch die XP. Ich muss mal langsam was verzaubern. Ich habe ja nicht umsonst mein Enchantment Table gebaut. Wie wäre es mit einer Spitzhacke mit Lack drauf? Das würde mich lucky machen. Meine Stimme geht andauernd weg, Mann. Ich muss gleich noch Agrarian Skies aufnehmen. Die darf nicht weggehen. Eisen. Oh, Eisen. Mal gucken, wie lange Agrarian Skies überhaupt noch läuft. Jetzt habe ich ja mittlerweile nur noch ein Leben, glaube ich. Da kann sich das eigentlich nicht mehr so lange um so lange Zeit handeln. Aber ich hoffe, es geht noch lange, weil es gibt so viel da zu erleben. Wenn nicht, fange ich einfach nochmal an. Vielleicht stelle ich es ein bisschen schlauer an. Ja, jetzt ist natürlich das Problem auch mit dem Goldhelm. Solange ich die Mod jetzt aktiv habe, werde ich den Goldhelm mal ausziehen. Weil... Dann frisst du schon ganz schön Ressourcen, wenn die ganze Zeit so ein Licht mit dir rumfliegt. So, haben wir für die nächste Folge ein bisschen Clay noch gesammelt. Leute, ich habe eine Lederhose gefunden. Clay gesammelt und das werden wir in der nächsten Folge alles im Keller verbauen. Und dann wollen wir uns mal umschauen, was wir noch alles so Schönes machen können. Deswegen sage ich jetzt erstmal, danke fürs Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Minecraft. Bis dann, ciao.